Mein Name ist Lea W. Frei, ich bin Sängerin und komme aus Berlin. Zusammen mit meiner Band habe ich mein Album Plateaus aufgenommen und produziert. Initialzündung war eine Dokumentation über einen im Himalaya verloren gegangenen Zugvogel, der aufgrund klimatischer Veränderungen seine Route nicht mehr erkennt. Im Song Mountain Style geht es um Sichtweisen, Ebenen oder Aggregatzustände, die sich verschieben. Berge, die sterben, Meeresspiegel, die steigen. Oder der Blick auf innere Welten, die sich durch die eigene Entwicklung plötzlich verändern können. Mit aufs Plateau nehme ich meine Band. Liz Kozak aus New York am Synthesizer, Peter Meyer an der Gitarre, Bernhard Meyer am Bass und Andy Habert am Schlagzeug, Drum Machine und Glockenspiel. Ein Song, der für mich den Kern des Albums widerspiegelt. Es ist so das Bild von Tieren und Menschen, die sich aufs Plateau flüchten, an dieser Weite landen, auf dieser Ebene landen, in die Ferne schauen und sich in einem Schutzraum befinden. Aber auch hier ist nicht klar, ob sich vielleicht doch alles wieder umkehren kann. My little child, push along. My wife, shy trees, will do their duty. Gemischt hat das Album der Produzent Olaf Opal. Olaf lässt unsere Musik schön analog, warm und zugleich weit und transparent klingen. Im Song Come Home liegt der Erzähler auf einer Wiese und schaut in den Himmel. Wenn es so weitergeht, könnte es eines Tages vielleicht auch im Sommer bei uns schneien. Ein surreales Bild zwischen Traum und Wirklichkeit. Während Inseln sinken, fällt Schnee in der Sommerhitze der Stadt. Inspirationsquellen sind für mich diese Stadt, Orte und vertraute Plätze, die verschwinden oder zerfallen, die Sehnsucht nach einer heilen Welt oder auch Reisen oder die rohe Poesie der Berliner Hinterhöfe und Brachen, die ein paar Wochen später zugebaut sein werden. Einer der wenigen Orte in dieser Stadt, der für mich widerspiegelt, was hier passiert oder passiert ist in den letzten Jahren, ist der Teufelsberg, die Abfallstation. Und ich würde es jetzt mal Gentrifizierungsoase nennen, mit dem Wissen, dass
wir aufpassen müssen, dass er nicht zerfällt. Aber es gibt dort eine gewisse Atmosphäre, die sehr besonders ist. Es ist Berlin für mich. Diese Stadt lässt mich nicht los.